Ich befinde mich hier in Langwedel auf dem Hof Beckröge und wir suchen uns heute hier einen schönen Weihnachtsbaum aus, den ich schlage. Aber warum heißt das eigentlich schlagen? Weil ich habe ja hier eine Säge in der Hand. Ja, das muss irgendwie eine alte Tradition sein, aber heute wird das eigentlich nicht mehr gemacht. Die Verletzungsgefahr ist auch zu groß, wenn man mit so einer Axt oder mit einem Beil dabei geht. Das kann ich mir vorstellen. Aber wir haben so viel Auswahl jetzt hier. Also mal, Sie sehen das ja, liebe Zuschauer. Und da wollen wir mal schauen, ob da der richtige Baum für uns dabei ist. Auf insgesamt 2500 Quadratmetern den schönsten Baum zu finden, ist nicht leicht. Der nicht? Nee, der ist zu klein. Ja, und außerdem, da fehlt doch was. Den würde ich auch nicht nehmen. Ja. Nee. Müssen wir uns noch einen schöneren aussuchen. Der perfekte Baum ist lückenlos und wohlgeformt. Zwischen Nordmantanen, Blaufichten und Rotfichten finde ich dann doch den richtigen. Also der ist doch richtig, richtig schön. Also ich habe ja jetzt wirklich lange gebraucht, um diesen schönen Baum zu finden. Ist das bei anderen eigentlich auch so? Brauchen die auch so lange? Oh ja, das kommt schon vor. Weil doch sehr große Entscheidungsmöglichkeiten da sind. Unheimlich viele Bäume und die Frau will immer einen anderen als der Mann. Es ist nicht überall so, aber da können schon mal Ehen zerrütten dabei. Das ist nicht unmöglich. Und was ist das jetzt für ein Baum, den ich mir da ausgesucht habe? Das ist eine schöne Nordmantanne. Die hat schöne weiche Nadeln und piekst nicht so. Ist ordentlich, im Augenblick so der Baum, der am meisten gebraucht wird. Blautannen gehen so ein bisschen zurück. Okay. Ich habe jetzt hier die Säge in der Hand. Was genau muss ich denn eigentlich machen? Also wie fange ich das jetzt alles an? Also ich sehe ja nur, dass das hier alles hier so davor ist von dem Stamm. Wie kriege ich das weg? Man muss ja irgendwie an den Stamm rankommen, ein bisschen die Zweige hochheben. Da würde ich Ihnen natürlich auch helfen. Dankeschön. Und dann schön gerade abschneiden. Nicht so schräg, sondern schön gerade, damit er nachher gut in den Ständer passt. Na dann mal los. Okay. So, wir legen den jetzt schön frei. Okay, dann und jetzt auch müssten ganz schön weit runter, ne? Oh, so geht das nicht. Sie müssen an dem gelben Ende anfassen. Okay. Also ich säge ziemlich gerade, aber das wird ganz schön lange dauern, oder? Oh ja. Dafür, dass Sie das nicht jeden Tag machen, ist das aber schon ganz gut. Geht das eigentlich auch schneller? Also gibt es ja auch schnellere Varianten? Ja, wir können die Motorsäge nehmen, natürlich. Und das machen wir auch. Nee, lassen wir, da kriegen Sie nicht hin, glaube ich nicht. Soll ich mal versuchen? Geht doch. Was sage ich denn? Oben mit draufdrücken, oben. Und mit dem Zeigefinger dann. Ordentlich Gas geben. Ich hoffe, dass ich bei Ihnen nicht abschneide. Ich halte alles, ich halte alle Teile weg. Okay. Gas geben. Ordentlich Gas geben. Ordentlich. Das war's doch. Ja, super. Ja, und Herr Beckröge, wie habe ich das gemacht? Hervorragend. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen, dass eine so junge Dame das so gut hingekriegt hat. Na, da bin ich jetzt auch richtig stolz. Wir müssen das jetzt noch ins Auto bringen und das machen wir jetzt auch noch. Ja, schön. Gerne mache ich das für Sie. Auf geht's. Da können wir zu zweit dann. Dann machen Sie das schwere Ende. Damit der Baum frisch bleibt, ist es wichtig, dass er draußen steht. Am besten in einem Eimer voll Wasser. Um den Weihnachtsbaum zu transportieren, fehlt nur noch eins, das Netz. So, liebe Zuschauer, der Baum ist gefällt. Jetzt müssen wir ihn nur noch verpacken. Und wie geht das? Ja, mit der Maschine. Zeige ich Ihnen mal. Okay, zeigen Sie mal. Sie nehmen hier dieses Eisen, machen das hier durch dieses Netz. Ich hebe mal ein bisschen hoch. Upsa. Da. Bisschen lang ziehen noch. So, und jetzt müssen Sie da mal drauf drehen. Einfach drauf drehen? Ja. Und dann wird er verpackt. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ah, Sie sind zu leicht. Es geht doch. Wow. Ordentlich drauf treten. Ja. Noch mehr. Ordentlich. Hervorragend. Sehr gut. Macht Spaß. Ja. Ja, das haben Sie ganz hervorragend gemacht. Vielen Dank, Herr Beckröge.
Wie viel kostet jetzt eigentlich so ein Weihnachtsbaum? Tja, das wollen wir mal eben gucken. Wir haben da so eine schöne Preislatte und da sehen wir gleich den Preis. So, der wäre jetzt 22 Euro. Ach, das geht ja eigentlich. Ja, finde ich auch. Dann gibt es noch zwei Glühwein dazu und dann sind alle glücklich. So sieht's aus. Also ich habe jetzt meinen Baum, sieht fesch aus, ist verpackt und ich würde sagen, da kann Weihnachten kommen. Ja, das sehe ich auch so.